Oh Gott. Sag mir nicht. Nein. Das Labyrinth. Jo, Freunde, willkommen zurück zu einer neuen Folge Alan Wake. Wir starten jetzt mit der Folge 8. Der Schriftsteller, beziehungsweise das Special 2. Ja, ich würde sagen, auf geht's! Bisher bei Alan Wake. Das ist kein See, es ist ein Ozean. Nachdem ich meine Frau vor dem mysteriösen Dunkel gerettet hatte, war ich am dunklen Ort gefangen. Fantasie kann hier dein Feind sein! Einer albtraumhaften Welt, die irgendwo jenseits der Ufer unserer Existenz liegt. Ihretwegen geschieht das alles. Du musst tun, was Zane dir sagt. Folgen Sie dem Signal. Kommt das wirklich alles aus meinem Kopf? Der Dunkelort spielt Ihnen Streiche. Auf dem Weg durch die sich ewig verändernde Landschaft versuchte ich, Thomas Zane zu erreichen. Sie sind in Ihren Albträumen gefangen. Sie gehen immer tiefer rein. The Writer. Na bitte, Alan. Hartman? Sie bilden sich das ein. Das ereignet sich alles nur in Ihrem Kopf. Nein. Im Ernst, Way. Dieser Rahmen gerät außer Kontrolle. Nein, raus aus meinem Kopf. Reiß dich zusammen, Herr. Du weißt doch, die Realität ist hier anders. Genau das meinte ich, Herr. Ich glaube, ich sitze hier fest. Du musst selbst einen Weg nach draußen finden. Ich warte. Denk daran, du bist immer noch am dunklen Ort. Das weißt du, ja? Ich will dich nicht beunruhigen, Kumpel, aber es geht um die Wurst. Schön. Ich spürte, wie der Druck zunahm. Barry hatte recht. Die Zeit lief davon. Alles, was ich sah, war eine dunkle, verdrehte Version der Realität aus meinen Erinnerungen und Gedanken. Diesen Ort hier kennen wir noch zu gut. Der war nicht schön. Was ist das denn? Okay. Haben wir hier irgendwo Equipment oder sowas? Anscheinend nicht. Also benutzen. Den Mastrieren. Okay. Und wie weit? Hä? Was hat das jetzt gebracht? Achso, das Licht ist jetzt da, aha. Und weiter? Das hat mir doch gar nichts gebracht jetzt. Oder sehe ich das verkehrt? Nee, gar nicht. Hä? Okay. Kann ich das noch weiter schwenken? Nein. So war ja standardmäßig, ne? Du musst sie zum Schaukeln bringen. Okay. Ah. Okay. Und trotzdem habe ich kein Equipment. Okay. Einen Weg zu Barry finden. Wenn all dies meinem Geist entsprang, dann ließ ich selbst es geschehen. Ich kämpfte buchstäblich gegen mich selbst. Ein Moment der Klarheit. Eine Taschenlampe. Und da hinten ist eine Überraschung für uns. Okay. Eine böse? Oh ja. Wow. Na komm. Was gibt's hier alles? Lithium-Batterien, Schrotflint-Munition, Revolver-Munition? Ich hab nur Munition. Ich hab bis jetzt noch keinen Revolver gekriegt. Das ist nicht schön. Oh, wir können da hochklettern. Okay. Da haben wir auch nichts vergessen.
Ich muss mich gerade ein bisschen räuspern. Bin, ja, mehr oder weniger fit. Hat aber wirklich kein Revolver? Ich guck gerade nochmal. Ich bin mir nicht sicher. Ich will nochmal reingehen eben. Tut mir leid. Oh Gott, ich verschwende so viel Zeit. Ja. Aber ich meine, wir haben nur Munition gekriegt. Wir haben noch keine Waffe. Das ist komisch. Nach dem Abschluss von Departure war ich selbst auch fertig. Ich hatte nur Alice retten wollen. Danach wollte ein Teil von mir aufgeben und sterben. Aber ich hatte nicht aufgegeben. Thomas Zane hatte mich gefunden. Ich hatte eine Albtraumlandschaft durchquert und war seinem Signal gefolgt. Er hatte mir gesagt, dass ich zu tief hineinging. Ich wusste nicht, ob er den dunklen Ort oder den Wahnsinn meinte. Vielleicht war es dasselbe. Ja, das könnte ich mir vorstellen. Uiuiui. Aufladen. Oh Gott. Sag mir nicht... Nein. Das Labyrinth. Was? Eine Pumpgun. Eine Pumpgun, das ist schon mal die halbe Miete. Wo muss ich denn lang? Da. Hey Al! Gut gemacht! Du bist also echt irre, was? Mal ehrlich, damit haben wir doch gerechnet. Naja, aber ich fühle mich recht vernünftig, den Umständen entsprechend. Verrückte wissen nicht, dass sie verrückt sind, deshalb sind sie verrückt. Hey, sieh dir die Leitschuhe unter der Lodge an. Das ist Zanes Licht. Ja, weiter singst du nicht mehr. Das heißt, er hat dich fast eingeholt. Du solltest mit ihm reden. Okay. Also wieder Party oder was? Ich muss mich immer wieder räuspern, das ist ein bisschen doof. Aber, ja, das Auto können wir auch nicht nehmen. Das ist doof. Das ist schade. Okay. Bühne die zweite oder was? Jede Menge Feuerwerk. Klasse. Wake, hörte die Old Gods spielen. Die Musik war ganz verdreht. Sie zog die Schreckgestalten an. Was? Oh nein. Nein. Nein! Oh ja! Oh geil! Oh geil! Ey, was ist das denn? Jo! Jo, wahrscheinlich! Alter Verwalter! Alter wahrscheinlich! Nee. Lass mal. Oh geil. Oh geil. Ist es nicht ironisch, dass du Schriftsteller bist und von deiner Fantasie bedroht wirst? Als ob deine Größe gegen dich rechnet. Sehr tiefsinnig, aber ich versuche hier gerade nicht zu sterben. Mann, immer gleich so melodramatisch. Umzingelt von Feinden. Ja, so fühle ich mich. So fühle ich mich auch gerade. Ne. Der. Oh. Fuck.
Was soll denn das? Jede Menge Feuerwerk. Klasse. Wake, hörte die Old. Oh Gott. Die Musik war ganz verdreht. Warum sie macht man sowas? Nein. Was? Ach ja, erinnerst du dich daran, Herr? Yo! Bam! Geil! Ist das gebrochen? Nice. Ich lade mal eben nach. Ich habe auch keinen Bock gerade zu der Revolvermunition zu gehen. Ich fühle mich hier gerade echt am sichersten. Yo! Yo! Nice. Hey, ist das nicht ironisch, dass du Schriftsteller bist und von deiner Fantasie bist? Ja, ich werde von meinen eigenen Kreaturen angegriffen. Ist irgendwie schon ironisch. Yo. Yo! Was? Geile Sache. Oh. Gut oder schlecht? Gut oder schlecht? Das ist hier die nächste Frage. Hier ist schon mal ein Revolver. Du kannst jetzt reingehen, Al. Nee, kleinen Moment. Kleinen Moment, da hinten hatte ich nämlich was gesehen gehabt. Und das sind immerhin 4 Stück, die ich gerne mitnehmen würde. So. Wie sieht's mit hier aus? Da ist nix, okay. So, Revolvermunition ist voll. Und hier haben wir auch gar nichts mehr. Na gut. Ja. Dann. Würde ich sagen, rein hier. Und ja, Gegner, ihr könnt kommen. Natürlich. Okay. Oh, diese schönen Lampen. Ich hasse sowas ja wie die Pest, ne? Also am besten einfach so normal strahlen. Dann kann sich die Lampe, ja, regenerieren. Weil so werde ich da garantiert nicht durchlaufen. Wenn da so viele Gegenstände sind, denen ich ausweichen muss. Habe ich keinen Nerv drauf. Erinnert mich ein bisschen an den mehr oder weniger Bossfight, ne? Oh Gott. Aber warum sind wir wieder in dieser Anstalt hier? So, und irgendwas war doch da noch. Wow, das ist typisch du, Al. Immer machst du alles so kompliziert. Das ist nur eine Erinnerung. Selbst deine Erinnerungen sind kompliziert. Ja. Ja, du wirst wohl mit Zane reden müssen, jetzt, da er tatsächlich hier ist. Ich lasse euch dann, naja, nicht Fantasiegestalten einfach mal in Ruhe reden. Du kommst nicht? Nee, ich war eine Stütze, weißt du? Du schaffst das jetzt allein, Kumpel. Was? Warum, Barry? Nein!
Barry ist weg. Oh, wir können nicht mal da hoch. Können wir hier durch? Auch nicht. Ah, die Musik ist ein bisschen laut. Zane. Sie waren gut, Alan. Jetzt kann ich Sie begleiten. Sie sind in Ihrem Traum gefangen. Sie müssen sich wecken, aber erst müssen Sie sich selbst finden. Die Hütte. Ja, meine Hütte. Das wird nicht leicht. Ihr früheres Werk kann Ihnen helfen. Ich habe noch einige Seiten Ihres Manuskripts übrig. Solche Worte sind hier mächtig. Oh, Manuskript! Manuskript! Komm her, bevor du verschwindest. Dam, dam, dam. Okay. Klar. Was ist das? Der Leuchtturm? Das passt sehr gut. Ich kann Ihnen dahin helfen. Aber danach sind Sie allein. Ich kann jetzt nicht in die Hütte. Dafür hat das Dunkel bei unserer letzten Begegnung gesorgt. Sie treten sich selbst gegenüber, den Teilen Ihres Geistes, die sich schwer kontrollieren lassen. Den Kampf kann niemand für Sie gewinnen. Willst du mich verarschen? Ich muss gegen mich selber antreten. Okay. Oh, bloß nicht runterfallen. Aha. Sieht sehr schön aus. Ja, Werkzeug. Okay. Ah. Natürlich. Am besten, jetzt kommen noch wieder die Büchervögel. Ich war froh, Zane an diesem Ort dabei zu haben. Er kannte das Gelände, wie es jetzt war. Aber ein Teil von mir fragte sich, ob er überhaupt noch ein Mensch war. Nach so vielen Jahren hier. Oh, Batterien? Und was noch? Revolvermunition. Bakterien. Munition, Munition, aha, Hütte. Okay. Die Weltkräfte, sie stand auf dem Kopf. Wake war verloren. Er würde fallen. Er wusste noch immer nicht, wo oben war. Er würde hier sterben. Nein. Hä? Was muss ich denn machen? Hallo? Oh Gott! Crazy, Mann! Oh, raus hier! Der Wind wurde stärker. Wake war weit oben. Zu weit. Aus dieser Höhe würde er aufs Wasser wie auf Beton aufschlagen. Was? Aha. Okay. Brücke. Wieso? Ach so, okay. Okay. Was muss ich denn hier gleich machen? So, erstmal. Dich? Da muss ich wahrscheinlich gleich rüberklettern oder so. Yo. Da habe ich ja richtig Bock drauf. Da habe ich ja mega Bock drauf. So, Leute. Ich würde sagen, hier, an dieser Stelle werden wir den Part beenden. Ja, ich bedanke mich fürs Zusehen. Wäre nett, wenn ihr den Part bewerten könntet. Und ja, ihr wisst, wie ihr mich unterstützen könnt. Und ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei, wenn wir uns so langsam gegenübertreten und das Projekt Alan Wake hinter uns lassen. Bis dahin und tschö tschö.